Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Classic Corinus. Ich weiß nicht, was dieses Alterchen hier machen will, aber anscheinend, Dogra hat sowas gesagt wie, oh, ein Passierschein wäre nice, aber also gar kein Geld dafür, und der Bruder kommt einfach hier rum und zieht Dogra mit sich. Aber für Dogra extra angezogen. Du kannst doch nicht einfach... Mir ist sichtlich sprachlos. Was ist denn mit diesem Alterchen los, ey? Der ist nur am Gönnen den ganzen Tag. Alter, ich kenne schon ein paar Leute dort. Hab keine Ahnung, wer welchen Rang dort hat. Aber ich könnte jetzt ein paar Namen nennen. Oh, Alterchen, Alter. Das war jetzt nicht der Plan. Ich tue mir ein Schreiben, bitteschön. Wie schaut sich das Schreiben perplex an? Aber... Ey, ich kann das nicht... bezahlen. Und Schulden habe ich schon genug. Das kann ich nicht annehmen, Alterchen. Wie würde das Schreiben wieder zurück erreichen. Wofür glaubst du, habe ich das Gold mitgenommen? Du musst ja nicht zahlen. Doch, doch, nimm ruhig. Ey, Sarah ist einfach viel zu gut für uns, ey. Aber dies ist doch dein Gold. Kurz Gold in der Truhe, wait. Okay, wir warten mal kurz. Doch, doch, nimm ruhig, gönn dir Digi. Warte, ich gehe zur Seite. Ja, hat schon genommen, gut. Ja, Saharas ist ein absoluter Gönner. Ja. Und es ist nicht gerade wenig. Ich meine... 800 Münzen. Oder nicht? Glaubst du? Hey, ganz ehrlich. Es geht etwas über Taschengold hinaus, Großvater. Ich kann wirklich nicht annehmen. Mir hält den Passierschein immer noch vor Saharas. Ist krass, ey. Der hat sich mal in Dogra eingeschlichen, hat hier einfach Gold zugesteckt. Richtig korrekter Dude, ey. Ja, gut. Er und Dogra haben auch schon eine ziemliche Kumpelbeziehung die ganze Zeit. So, sind halt Freunde, ne? Eigentlich mehr als Kumpel, er ist halt gute Freunde und sagt trotzdem, Alter. Er hat keiner Schein ist zu nehmen. Sie ist als Erweiterung. Ihr schaut auf den Passierschein und schaut zögerlich auf den Passierschein. Nach einigen Momenten der Überlegung steckt er das Papier dann ein. Willst du Stadtwachen Ausweis auch? Oh, nein, ich wollte eigentlich PM. Ja, scheiß drauf.
schön. Komm mal mit, Alterchen. Mi winkt ihn mit sich. Mi nimmt sein Schwert wieder von der Wache entgegen. Den dicken Lederbeutel zwischen Füßen auf und da. Echt schwer. Am besten schreibst du deine Bewerber, wenn du Eindruck haben willst. Besorg die Referenzen. Hat ebenfalls ein Rapier mitgenommen. Wenn du schon so viel Gold für mich. Ah nein, nicht gegen den Brunnen laufen! Cool, Leute, wir können jetzt wohl hier rein, Alter. Einfach so, korrekt. Wenn du mich ausgibst. Dann werde ich dir wenigstens meine Dienste als Heiler. Habe sogar überlegt, dich zu fragen, ob du mein Haus ziehen willst. Da werde ich dir wenigstens unterbricht. Was? Aber warum? Das ist ja interessant. Warum nicht? Ja. Ich kann dir doch kaum was in Gegenzug geben. Darüber für eine Person ist zu viel. Glückskurz. Ich seufze. Bei Enos. Ach, du reichst vollkommen aus. Ich schließe die Tür der Heilstube auf. Auf. Muss gleich weg. Nein, bleib hier. Oh. Dann machen wir schnell Durchlauf. Was willst du machen? Dir meine Dienste anbieten. Dann fühle ich mich wenigstens nicht ganz so undreckig. Eigentlich muss ich jetzt weg. Nein! Ja, dann musst du halt ablehnen. Wenn ich solch eine großzügige Gabe annehme. Deine vitalen Funktionen untersuchen. Dograt, das noch nie gemacht hat, kann was er tut. Aber er kann wenigstens gucken, ob dein Herz vernünftig schlägt und wie er atmet, ob sich das okay anhört. Ich bekomme schon lebenslang kostenlose Behandlung von Asgard. Lux. Wie seufzt. Weil ich Silbergen einfach so gekauft habe, den er wollte. Aber. Alterchen. Wieso bist du so gut zu mir? Ich meine. Nur noch Danell bei ihr. Ja, ich. Danell ist trotzdem niemand, den Dogra sehen will, aber ich guck mal, weil Dogra will eigentlich auch mit Siri sprechen. Nichts gemacht. Ist gut gemeint, mein kleiner Schuldner. Aber das passt schon. Übrigens am Date gefragt, das Chaos geht weiter. Hat mir Saya schon erzählt. Richtig gut. Das habe ich dir schon mal gesagt. Saras ist ein absoluter Edelmann. Man kann einfach nichts sagen. Wir setzen uns mal nochmal bei Zeit zusammen und reden nochmal. Lebens gerne.
Mir ist immer noch etwas sprachlos. Stell nichts an. Danke, mein Freund. Okay, fuck it. Sorry. Schon gut. Ja, müssen wir mal ein bisschen früher treffen und zusammen zocken. Warte, wenn wir schon mal hier sind, dann gönnt Okra sich noch ein bisschen was zu beißen, damit er nicht verreckt. Und dann labern wir mal Siri voll, Alter. Fast 21 Uhr, genau der richtige Zeitpunkt, um mit seiner Ex zu sprechen. Let's go! Ich hoffe, das funktioniert mit der Aufnahme gut. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Wisst ihr was? Lass mich mal kurz überprüfen, ob das alles passt. Warte mal. Bevor wir weitermachen. Ja, anscheinend nimmt er auf. Okay. Ja, ich habe hier ein neues Programm, neues Setup, alles nochmal neu. Das heißt, ich juckt die mal. Hadrien ist auf die Fresse gekommen? Wie hat er denn so wenig HP? Eigentlich würde ich ihn gern voll labern, aber ich sollte erstmal mit Siri sprechen. Und gucken, was abgeht. Mir klopft an die Tür der Bäckerei. Glaube ich. Repair. Mal gucken, ob die noch da rumhängen. Waren ja letztes Mal schon da. Jetzt wird's lustig. Ja, mal sehen, ne? Da klopft jemand. Ist offen. Mir öffnet, sagt er uns langsam die Tür und bitte nicht, ich will doch nur was schreiben. Langsam die Tür, genau, und kommt mit einem etwas unsicheren Blick herein. Mies unsicherer Blick. Weicht, als er Daniel sieht. Oh, guten Abend. Er seufzt nur. Nur und wirft ihn einen kurzen, genervten Blick zu. Er. Neutral zu Siri schaut. Guten Abend. Entschuldigung, die. Die Störung, tut mir leid. Siri. Können wir vielleicht kurz sprechen? Schönen Abend, Dokro. Mega nervt, Gen Daniel. Dogra ist der Name. Daniel, Alter. Natürlich, schließ die Tür hinter dir. Heute entschuldigen. Natürlich, natürlich. Mir winkt ab bei Daniels übertriebenen Entschuldigung. Schon gut. Brummt er nur. Also. Ja, Siri hat ja wohl erzählt, dass Dogram Frauenschläger ist. Dementsprechend wollen wir mal gucken. Also,
Tut mir leid, dass ich so eine Last bin. Es geht auch ganz schnell, aber wäre ein Gespräch unter vier Augen auch möglich? Miren Siri mit unsicherem Blick. Na, flüstert diesem etwas zu. Wenn ich schreie, dann komm direkt rein, okay? Unbehagen durch den Raum. Die Situation ist ihnen sichtlich unangenehm. Ja, machen wir mal die Animation, wa? Passt schon. Für den König. Alter. Elise hat die Insel betreten. Voll der schöne Name. Großer Fan. Ja, mal sehen, was sie jetzt sagt. Oder was die beiden jetzt sagen. Ja, ruft. Hey, Daniel, bist du schon mit Siri am Rummachen? Wir brauchst du noch für meine Bestellung? Sie seufzt. Den Schwan nickt Siri zu. Das ist bei selbstverständlich euren Moment. Mann, der Mann, Alter. Deine Ausnahmsweise nicht mit. Pass den Blick an. Er verbeugt sich. Sogar kurz. Hab Dank. Oh Mann, die Pfeile kann ich vergessen. Wer vögelt wen? Ihre Wohlgesonnen zog, kein Problem. Ich glaube, na ne, die kleine Siri. Wie seufzt genervt. Nervt. Und und rollen mit den Augen. Ah, wie schön ein RP doch sein kann, wenn alles drunter und drüber geht. Nein, wie süß, hebt die Hand schockiert vor dem Mund. Alter, macht den Hosenstall zu. Ja, also. Mie senkt seine Stimme. Hallo, ich heiße Elise. Elise ist direkt hier eingerannt. Krass. Was ist los? Wieso erzählst du rum? Sein. Frauenschläger. Ich hab dir doch kein. Aha. Krümmt. Saya meinte, Siri hat erzählt, dass Dunkra ein Frauenschläger wäre. Trasal schießt hier bei Enos Demari. Der sind totgesprungen in dir. Achso? Das habe ich gar nicht erzählt. Saya meinte, das hättest du. Wer erzählt denn so ein Blödsinn? Ja, Saya, Bruder. Das ist Elise.
Hallo, Elise. Der Kleine will seinen Papa nie wiedersehen. Oh, verdammt, was ist los? Den war direkt angetriggert, ey. Sagen, was ein Vibe. Zum Graben. Ich hab's ja erzählt, dass du mit mir geschrien hast und scheiße zu mir warst. Ich hab nie was von geschlagt gesagt. Ja, so, nee, weh, mi. So, nicht Mew. Seufzte. Trollt mit den Augen. Der hat wohl was falsch verstanden. Wäre dir sehr verbunden, wenn du dies wieder richtig stellen könntest. Könntest du, wenn du sie siehst. Ja, nee, wir sagen erstmal nichts weiter. Mal gucken, wie Siri darauf reagiert. Tanel ist ein Ehrenmann. Ah ja. Hier ist alles sauber. Passierschein, als ob, Alter. Mit diesem Schein komme ich an den Stadtwachen vorbei. Erstmal direkt wieder ins obere Viertel gehen, Leute. Los geht's. Offenbar, ja. Na dann. Na dann. Ich bin mal wieder weiter. Werde dir nicht mehr auf die Nerven gehen. Andererseits hängt es halt ständig nur mit dem Mal rum. Der zählt viel Blödsinn. Stimmt wohl. Aber es geht mich nichts an. Gut zu wissen, dass du nicht glaubst, ich hätte dich zusammengeschlagen oder so. Ah ja. Nichts wie weg! Ich will dich nicht weiter nerven. Genau, nichts wie weg, Bruder. Nie würde sich dann abwenden. Schön, seufz. Ich komm gleich mit raus. Wie sarkastisch. Wie toll. Huch! Na dann. Pass auf dich auf. Ja. So. Dann wollen wir doch mal ins obere Viertel steppen, Leute. Lass uns erstmal abwarten, was da ist. Oh, das Tor ist zu.
Guten Abend. Ist ja wild. Hat das Banditenpack wieder Ärger? Yep. Wir töten die selber, Skapper. Die schlagen andere und bringen sich um. Der ist selber rausgerannt. Schlimm, schlimm. Und da laufen Brötchen rein. Ich seufz. Schau nochmal etwas genauer in die Menge. Jemand verletzt? Nee. Da ist ein großer Bauer. Die nehmen dich hier mit Liebe auf. Alles gut. Sehr gut. Wenn doch er verletzt sein sollte, dann kommt gerne zur Heilstube. Obwohl, ich glaube, da gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Wir sind draußen. Na, mein Monster. Wir hier hassen Menschen. Was labert Ray eigentlich den ganzen Tag? Ach, Mann. Elise hat den Server wieder verlassen. Ich glaube, sie hatte keinen Bock mehr auf Ray. Wir gucken mal, ob wir mit Linnea sprechen können. Die war gerade noch hier am Rumhängen. Da gibt es nämlich auch noch eine wichtige Sache, über die wir reden müssen. Es war genau so, wie du sagst. Guten Abend. Ach, guten Abend, Frau Linnea. Es klingt besser. Ich weiß, es ist spät. Aber, also, habt ihr eine Minute? Ja, da bist du ja wieder. Ja, ich hab mir wohl einen Passierschein besorgt. Aber natürlich. Tut mir leid, euch hier so in der Nacht aufzulauern. Komm, wir kratzen es doch mal am Kopf. Ist ja schon unangenehm eigentlich. Ja. Enki hat die Insel betreten. Okay. Auf einmal so viele Neuankömmlinge. Oh, what the fuck? Bruder, wer ist das denn? Anscheinend, das ist Chaba, glaube ich. Du lauerst doch nicht auf. Es freut mich, dass du dich nur im freien Oberen bewegen kannst. Komm mit. Natürlich. Guten Herrn Erzbaron. Es geht ab. Hebt deine Braue. So hast du dich selbst mal vorgestellt, ja? Ich denke, ihr seid beschäftigt. Komm ein andermal. Chaba ist auch ein cooler Dude.
Hat zwar leider recht wenig HP mit ihm gemacht. Da ist auf jeden Fall ein cooler. Definitiv. Guter Boy. Ja, aber ich habe eure Dokumente. Oh, nur zu. Mein Anliegen hat keine Eile. Welche Dokumente? Genau. Ihr könnt sie wieder haben. Über die Bewerbung wird dann Ende des Monats gesprochen. Ihr seid eingeladen. Wochenende der vorletzten Woche. Haben wir noch Essen oder muss ich gleich wieder was kaufen? Naja, wir haben noch Essen. Okay. Ja, korrekt, dass wir noch Linär gefunden haben. Können wir direkt alles verbinden. Sehr, sehr gut. Eigentlich wollte ich MP mit Saharas aufnehmen. Dann war Siri aber da. Jetzt doch Linär. Let's go, Leute. So ist gut. Oh, das freut mich zu hören. Oder Alttitel war von dir, oder? Jo, ist meiner. Ich habe der Adelstitel. Absolut edel. Sehe ich. Sehe ich definitiv. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, ob ich den anerkennen soll oder nicht. Darüber muss ich noch nachdenken. Wenn ich sie wiederbekomme, heißt das vielleicht auch, dass ich reaktiviert werde? Also, gültig werden? Ja, korrekt, dass wir jetzt ins obere Viertel gehen können, I guess. Das ist ein bisschen was wert. Kann ich den Passierschein lesen, theoretisch? Oh ja, passiert schon in Korinis. Dieser Kunde berichtigt seinen Besitzer, sich auf unbestimmte Zeit oberen Viertel Korinis aufzuhören. Statthalter von Korinis. Ja, nicht ganz. Alterchen von Korinis vielleicht eher. Oh boy. Ja, da draußen wohl irgendeine Banditenkacke. Eigentlich hätten wir vielleicht unten bleiben sollen, um den Leuten zu helfen, aber... Da war ja keiner verletzt und die meisten waren wohl außerhalb des Tores, dementsprechend sollte alles okay sein, zur Not. Wird schon irgendwer ins obere Viertel kommen und die Heiler suchen, das wird schon passen. Hoffe ich. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, das Alterchen mag Dogra jetzt echt sehr, so Saharas. Das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, aber er ist natürlich ein absoluter Ehrenmann, immer und immer wieder. Die kennen sie aber auch schon Ewigkeiten, ey, und sind einfach schon länger Freunde. Dogra hat sich ihn öfter mal anvertraut und so. Oder es ist immer ein weiser alter Mann letztendlich. Auch wenn er ein bisschen exzentrisch ist und ein bisschen wütend hier und dort. Aber er ist ein guter, auf jeden Fall. Dazu muss ich erst weitere Informationen einholen. Aber wo er das erwähnt, vielleicht wäre es in der Tat besser, wenn der Titel so lange noch bei mir bleibt. Werde ich ihm das schreiben. Ja. Aber es ist möglich, dass sie wieder gültig werden. Also zumindest der Adeltitel? Ja. Wir könnten was emoten, aber ich glaube, ich halt einfach meine Fresse und lasse die beiden mal machen. Wird schön. Wir chillen einfach, Leute. Was habt ihr heute denn so Tolles gemacht? Erzählt doch mal, ihr kleinen Fratze. Was ist passiert in eurem Leben? Und zwar dann, wenn ich überzeugt bin, dass euch Unrecht getan wurde. Ja, dir versichern, Mädel. Statthalterin. Du wirst das nicht bereuen. Oh, mir gibt eine Braue als Chaba-Mädel und sagt... Direkt getriggert.
Wachhund Dogra ist da, ja? Habt ihr das gehört? Ich glaube, hier ist gerade noch jemand gespawnt. Naja. Ich glaube, ein Mensch, der für den Titel zweimal 15.000 Gold gezahlt hat oder ein Grundstück gekauft hat. Da war so scheiße reich, Alter. Das ist richtig unnormal. Denke ich nicht, dass er so blöd ist und sich einen Fehler erlauben lässt. Es gibt da nur eine Sache. Und die wäre... Aber ich danke für die Chance. Da höre ich mir gerne noch eure Sicht der Dinge an. Sicher, ich bin bereit, die Sachen aufzuklären. Fein, Saras, der gönnt einfach den Adelstitel. Jo, das kommt noch, Alter. Gönnt einfach einen Passierschein für 800 Gold. Was ist denn mit dem Jungen? Boah, wir müssen irgendwas richtig Gutes für ihn machen, Leute. Ideen in die Kommentare. Was können wir dem alten Mann Gutes tun? Dieser Überfall auf Terrace vor dem Kloster. Ein Überfall. Oh ja. Terrace war mal Statthalter. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das hat das Alterchen aber mal erzählt. Ja, ich weiß nicht, Leute. Entweder wir überschütten das Alterchen mit Gold. Das finde ich eigentlich ganz gut. Problem an der Sache ist, wir haben kein fucking Gold. Plan B wäre vielleicht irgendwas für ihn zu machen. So eine Untersuchung oder sowas. Oder keine Ahnung, irgendwas zu besorgen. Einen guten Trunk oder keine Ahnung. Also kein Alkohol, sondern irgendwas, was ihn, was Körper und Geist belebt oder so. Auf der anderen Seite... Da kommt Dogra da wohl eher nicht dran. Das ist ein bisschen uncool. Sollen wir das in Ruhe im Rathaus klären? Ich könnte ein bisschen ziehen. Sieh zu Dogra, dann vielleicht ein andermal. Ich möchte noch mit meinem Lehrling sprechen, bevor ich mich zur Ruhe begebe. Also... Nee, wir halten einfach unser Maul. Wir halten einfach unser Maul. Ehe sich zur Ruhe begibt, ja, wahrscheinlich möchte Linnea dann bald aufgehen. Ist ja okay, wir müssen auch nicht jedes Mal, wenn wir uns sehen, bis 3 Uhr morgens zocken. Ist kein Problem. Aber wenigstens die Sachen mit Rien, das würde ich hier gerne noch zählen. Die habe ich nur offscreen erfahren. Also, ja, offscreen. Nee, im RP schon, aber ja. Wie du willst, aber wie gesagt, ich bin bereit, das zu klären. Immerhin steht nun vor mir eine Person, die mir zuhört und ausreden lässt. Davor hatte ich nie die Möglichkeit, mich auszusprechen. Was ist da los, Alter? Wir können ja schon mal schreiben, wenn wir abhauen. Danke für euer Verständnis. Chapa. Mit 2 S? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube mit einem S. Ich bin Stadtteil. Mein größtes Bestehen ist, dass die Gerechtigkeit in der Stadt regiert. Ja, genau deswegen müssen wir reden. Die Sache mit dem Marion ist natürlich... Also das Ding ist, er macht Rien ist immer noch das Leben zur Hölle. Und jetzt hat Dogra davon mitbekommen und dementsprechend möchte er nochmal mit Linnea darüber sprechen, über den Sachverhalt. Ihr werdet eure Chance bekommen. Perfekt. Andersrum würde ich sofort festgenommen und getötet. Hat zum Glück annulliert worden. What the fuck, ey?
Ich werde diese Chance sicherlich nutzen. Danke erneut. Schönen Abend noch. Stimme. Schönen Abend. Auch euch. Doga Jung? Ich weiß nicht, ob das Rathaus so der beste Ort dafür ist. Mir erreicht sein Schwert der Wache. Gönn dir, Bruder. Da ist korrekt, dass er sich noch ein bisschen Zeit nimmt. Das ist richtig nett. Wir können euch erklären, was abgeht, aber... Ja, same. Ihr schaut etwas unsicher zum Sessel. Sessel und dann wieder zu Linnea. Darf ich? Mal voll unangenehm so. Als ich gemütlich habe, schau dazu. Es gibt keine Fleischwanze in den Sessel, weißt du? Mir lacht etwas nervös. Nervös und setzt sich auf den Sessel. Also, es geht um diesen Unruhestifter, Mario. Ich habe euch ja mal von meinem dümmlichen Freund Rines erzählt, oder? Oder nicht. Oh, da ist aber jemand im Rathaus. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn wir das hier besprechen. Ah, wir gönnen uns mal. Ja, oder wir schreiben erstmal weiter. Nee, Linnea reagiert. Wir chillen. Wir werden ab. Wir machen ganz in Ruhe. Hört ihr das? Ach, ich glaube, das ist die Hake vom Gärtner-NPC, der draußen rumhängt. Das, glaube ich, so sein Ding. Ich sehe. Das könnte sein. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, aber nicht zu leise. Momentan habe ich richtig Probleme, die Soundeinstellungen vernünftig zu treffen. Wie ihr bei Final Fantasy vielleicht gesehen habt, falls ihr es euch angeguckt habt. Was unwahrscheinlich ist, guckt euch Final Fantasy an. Nee, Spaß, nur wenn ihr Bock habt. Alles cool. Wird der Mario überhaupt so geschrieben, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, das sieht falsch aus. Mal gucken, wo ist der kleine Fratz denn? Reo. Ja. Nein, fuck, ich habe mich vertan. Egal, scheiß drauf. Ich kenne ihn. Er stand vor mir als... dem Mario. Ja, sie ist nicht so dumm wie ich. Oder eher der Spieler halt. Hier im Rathaus verhört wurde wegen des Angriffs aus Helana. Den er aber wohl nicht zu fahren verlangt, sondern Raymonds. Also. Dema Reyo, so, Alter. Macht Rines wohl ständig das Leben zur Hölle. Neulich erst hat er mir erzählt, dass er ihn
durchsucht hat und ein Stängel Sumpfkraut und ihm ein Stängel Sumpfkraut untergejubelt hat. Die Sumpfrau untergejubelt hat. Die Beweislage ist. Ja, nee. Ja, wie wollen wir weiter fortfahren? Überhaupt. Nur um ihn dann deswegen anzuzeigen. Die Beweislage. Verines Unschuld ist sehr schwammig. Jedoch würde ich Mario auf jeden Fall aufgrund seiner früheren Taten zutrauen. Der Slaverin ist unschuldig, schwammig. Ja, da würde ich da auf jeden Fall aufgrund seiner frühen Taten auf jeden Fall zutrauen, dass er sowas getan hat. Oder wollte ich fragen, was könnten wir wohl gegen ihn unternehmen? Habt ihr eine Idee? Eine bloße Anzeige wegen Rufmord wäre aufgrund der mangelhaften Beweise sinnfrei. Außerdem wurde das Schwein doch auch vor kurzem befördert. Quasi unantastbar. Ja, ist quasi unantastbar. Unantastbar, ja genau, unantastbar, Kinder. So, das gefällt mir ein bisschen mehr. Oh mein Gott, ich hab's schon wieder falsch geschrieben. Unantastbar? Nein, habe ich nicht. Leute, ich bin einfach alt, okay? Sorry. Goddammit. Ja, nur gerade dem Aaron gewarnt, ne? So, wenn er weiter ein Arschloch ist zu den Leuten, die ihn die Dogra nachstehen, dann wird Dogra alles daran setzen, das Leben zur Hölle zu machen. Ihn zu töten, es steht außer Frage. Als Heiler wertschätzt Dogra das Leben dafür zu sehr. So, da müsste Demare wirklich schon selbst jemanden umbringen oder irgendwas Krankes tun. Er wurde befördert. Mir seufzt. Langgezogen. Nee, mir seufzt er normal. Mir seufzt. So hörte ich. Obwohl er seine Kameraden im Kampf angeblich in Stich gelassen hat. Auch Informationen, die wir von Rines haben. Wie wahr das ist, ist natürlich fraglich, aber so hat Dogra es halt mitbekommen. Ah, ich hätte anscheinend nicht angeblich. Und ich dachte für einen Augenblick mit Johannes Degradierung und Rongarius Suspendierung geht es voran. Mit der Entscheidung von Kuro. Hm. Ja, wohl nicht, Linnea. Sorry. Kuro ist schon scheiße. Spaß. Also ja, aus der Sicht von Linnea und Dogra über den Charakter, ne? Wir reden hier natürlich nicht von der Person, die Kuro ausspielt. Ist bestimmt netter.
Johannes Degradierung? Okay, was hat der denn gemacht? Ich glaube, Johannes war nicht so assi. Und Rungaris eigentlich auch nicht. Aber klar, was die Jungs gemacht haben. Es ist sicher möglich, dass er sowas getan hat. Rhenus behauptet, Altimaro würde Schläge auf ihn ansetzen. Aber ohne Beweise kann ich nichts unternehmen. Und zuletzt war der Mager unauffällig. Die einzigen Zeugen sind die kleine Saya, die gehen niemals gegen den Mario. Ja, genau. Nein, nicht so. Den Mario so aussagen würde. Und das liebe Alterchen, was leider dafür bekannt ist, sich mit der Miliz anzulegen. Könnte man denn sonst tun? Ja, Linnea kann ohne richtige Beweise nichts machen, ist klar, aber vielleicht hat sie ja einen Plan. Irgendeine Idee, was sie vielleicht außerhalb machen könnten. Und wenn Saras die Anschuldigung stützen würde, wäre das durchaus von Bedeutung. Ja, okay. Aber würde es genügen? Seine Aussage. Aber ihr müsstet euch schon sicher sein, dass Rhenus sich bloß behauptet, weil ihr den Maran hast. Seine Aussage ist alles, was wir haben. Balinär. Ich weiß, Rhenus ist ein Hohlkopf. Aber ich bin sicher, dass er die Wahrheit spricht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, den Tisch mit dem Protokollbogen und beginne etwas zu kopieren. Kaum, aber es wäre genug, um den ganzen nachzugeben und das in die Akten aufzunehmen. Also wählen wir einen Schritt näher daran, ihm. Daran. Diesen Drecksack in die Suppe zu spucken. Ich würde gern Garbodog, aber deine Menschenkenntnis ist nicht immer die beste. Ja, stimmt wohl. Schau dann kurz zu Boden. Ja, irgendwas müssen wir gegen Demarion machen. Also gegen Dogra macht er nichts, weil der hat anscheinend Schiss vor Linnea. Was verständlich ist. Aber, also er provoziert ihn nur so ein bisschen, ist kaum nennenswert. Aber Rhenus scheint ja richtig abzufangen. Also, werden wir uns da dran setzen und das tun. Sprich mit Saras. Er ist Beamter und leitet vorübergehend das Amt des Innere Angelegenheiten. Sein Wort hat durchaus Gewicht bei mir. Alles klar. Ich werde mit dir im Alterchen sprechen. Auch wenn es nur wenig bringt, müssen wir endlich gegen diesen Drecksack vorgehen.
Tja, mal sehen, was wir da so machen könnten, oder halt nicht. Ob da was kommt oder nicht. Als Englisch so, ja, ist egal. Der Mario denkt ja so, ja, ist okay, ist mir ziemlich egal. Und fuck, dann riechen es noch mehr ab. Aber dann hat er wenigstens eine Sache mehr, die er in seinen Akten hat. Und wenn man ihn dann irgendwann wirklich der Stadt verweisen möchte, dann kann man auf diese ganzen Akten zurückgehen und sagen, guck mal, wie viel Scheiße der Junge gemacht hat. Fuck. Irgendwann wird auch ein Demario nachlässig und macht Fehler. Solange gilt es, selbst keine zu machen und alles zu sammeln, was man finden kann. Für sich genommen ist das nicht viel, aber in Summe... Eben, wenn wir dann die Summe haben, dann ballert das, ne? Dann kann man auch wirklich vernünftig argumentieren, warum man ihn verbannt. Falls es zu einer Verbannung kommt, wir werden sehen. Minik da mal kräftig. So ist es. Danke für euren Rat. Nun bin ich mir sicher, was zu tun ist. Können wir im Sessel nicken? Jo, das können wir! Alter, das ist das beste Spiel der Welt. Shoutout an die Techniker da draußen, Leute. Achso. Da wäre noch was. Also. Ich habe da so ein Gerücht gehört. Ja. Habt ihr wirklich vor, das Amt der Statthalterin abzulegen? Was ist da los? Weil auch nur sowas, was Rienes gesagt hat. Ja, die zieht sich ja eh zurück, die Nähe, ne? Also, hä, was? Was laberst du, mein Junge? Sprich nicht wirr. Ja, I don't know. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall das Alterchen, um mit der Sache weiterzumachen. Müssen wir mal gucken, dass wir den kleinen Fratz nochmal besprechen können, weil wir wollen ja eh nochmal mit ihm reden. Das wäre halt eine gute Sache. Schaut ihn nachdenklich an. Was, wenn es so wäre? Scheiße, da ist wohl doch was dran. Wie sich das kennen. Als euer Lehrling würde es mich freuen, um ehrlich zu sein. So hättet ihr vielleicht etwas mehr Zeit für mich. Und vor allem auch mehr Zeit für euch selbst. Aber als Bürger der Stadt finde ich es sehr schade. Wisst ihr, ihr seid ein großer Hoffnungsschimmer in dieser Stadt. Geht so einiges nicht mit rechten Dingen zu. Doch ihr stellt euch immer auf die Seite der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit.
mal zu dem die Leute aufsehen. Jemand, der nicht korrupt ist oder nur auf das eigene Wohl aus ist. Können wir, um ehrlich zu sein, niemanden vorstellen, der für diesen Posten geeigneter wäre. Ja, Dogra ist natürlich ziemlich hin und her gerissen. So, ja, ist schon cool. Können wir vielleicht ein paar mehr Lehrstunden machen und so, aber Linnea ist halt wirklich, wirklich ein guter Mensch in Dogras Blick. Und ein guter Mensch sollte eine mächtige Position haben, damit die Sachen wieder besser werden. Damit sie wieder laufen. Hast du das Ding? Ich weiß nicht. Ich selbst als Spieler fände es geil, wenn die Nerd zurücktreten würde. Weil, wie gesagt, hätten wir mehr Bock, hätten wir mehr Lehrstunden und so, und das würde alles ein bisschen schneller und flotter gehen mit der Heilerlehre, fände ich richtig gut. Aber wie gesagt, aus Dogras Sicht, Bruder. So, Linnea ist schon so die heftigste Person in dieser Stadt oder auf dieser Insel, so für ihn. Ist echt das Beste, wenn sie eine große Position hat und wirklich diese Stadt verändern kann, zur Positiven. Ich leide, aber sie schaut weiter ernst zu ihm. Lässt sich offenkundig nicht in die Karten blicken. Okay. Und, glaubst du, es könnte wahr sein? Mich schaut Linnea streng an. Streng in die Augen. Wollen wir würfeln? Wenn ich jetzt eine 6 würfel oder irgendwas, irgendwas höher als eine 5, eine 6 also. Durchschaut Dogras. Oh mein Gott! Okay. Ich glaube schon. Wie soll ich euch auch schätze? Auch ihr seid nur ein Mensch. Ein Mensch, der solch enormen Druck Druck, so wie den ständig andauernden Stress. Ein Mensch solch enormen Druck, so wie den ständig andauernden Stress. Ständig erleiden musste. Sowas kann man niemanden für lange Zeit zumuten. Ihr seid einfach Ja, weiß ich nicht. Will ich das so schreiben? Ich glaube schon. Wie soll ich auch schätze, auch ihr seid nur ein Mensch. Ein Mensch, der solch enormen Druck sowie den ständig andauernden Stress ständig erleiden musste. Sowas kann man niemanden für lange Zeit zumuten. Es ist die logische und vernünftige Entscheidung. Entscheidung bezüglich eurer
psychischen Gesundheit. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann oder schreiben kann. Naja, Linnea ballert immer richtig rein, ne? Statthalterin, auch die Handwerkskammer, gut, die ist da jetzt, ja. Lächelt stärker. Das ist gut. Wir haben es gedillet, Alter. Anscheinend. Habe ich dir nicht von meiner Vergangenheit erzählt? Teilweise. Ihr sagtet nicht, ihr sagtet, die Geschichte sei noch nicht zu Ende. Ich erinnere mich noch. Ja, ja, das war krass. Die Festplatte war komplett voll, Leute. Hey, das kann diesmal nicht passieren. Ich habe einfach gefühlt doppelt so viel Speicherplatz, Leute. 2 Terabyte, let's go. Ja, okay, aber ich müsste dann auf die andere Festplatte wechseln. Ja, geht trotzdem. Das wird nicht normal passieren. Also, boah, wenn die Festplatte voll geht, da ist ja die Festplatten. Jo, Leute, dann haben wir aber uns richtig gegönnt. Lass mich mal kurz prüfen, ob ich auch wirklich noch aufnehme. Wie gesagt, ich bin ein bisschen paranoid, was das Ganze angeht. Ja, sieht noch gut aus. Ah, die Musik ist vielleicht ein bisschen zu laut gewesen. Ich habe sie mal ein bisschen reduziert. Leute, ich habe so Angst, dass ich das verkacke. Ist noch ein bisschen schwierig. Ich muss mich ein bisschen reinfuchsen, ne? Die logische und vernünftige Entscheidung bezüglich ihrer psychischen Gesundheit. Habe ich dir nicht von meiner Vergangenheit erzählt? Ja, sie war halt genauso dumm wie Dogra. So. Die hat auf sich selbst null geachtet und sich einfach der Liebe hingegeben, egal was mit ihr passiert ist. Ob das ähnlich war wie der Statthalterjob? Ich weiß es nicht, ich wundere mich. Stimmt, aber das Wichtigste habe ich dir erzählt. Meine Entscheidungen, zumindest jene, die ich für mich selbst zu treffen habe, basieren auf den Gefühlen meines Herzens, nicht der Logik meines Verstandes. Eines Tages werde ich diesen Posten... Ja, stimmt, sie ist genauso ein impulsiver Mensch wie Dogra am Ende des Tages. Och, Mann. Auch jemand, der nur seinen Gefühlen folgt. Hallo Hiral, wie lief die Sitzung? Asgard, absolut edel. Korrekt. Ist gerade ein Protokollbuch. Okay. Oh, ein Protokollbuch kopieren, das ist bestimmt ätzend. Dün, 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 dün. Ziemlich zäh. Es wurde sehr viel besprochen, aber auch einiges vertagt. Das Posten räumen. Aber nicht, solange ich noch was bewegen kann. Nicht, solange Menschen noch an mich glauben. Und ich die Einzige bin, die dafür sorgen kann, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Ich würde sterben für die Stadt. Und für das, was ich glaube. Ich gebe nicht klein bei. Und so, was dabei aus mir wird, ist nebensächlich. Wie ihr lächelt. Den er bei diesen Worten an. Ihr seid ein Sturkopf. Es freut mich, dass sie ja alles für die Stadt gibt. Aber bitte. Ich flehe euch an. Achtet dabei auch auf euch.
Euer Leben sollte nie nebensächlich sein. Erstmal die Nähe als Storkov beleidigen. Let's go, Leute. Kündigungsschreiben ist da. Ja, ganz ehrlich, Alter. Ausricht positiv, aus meiner Sicht zumindest. Gut, dann werde ich später das Protokoll lesen. Dachte, ich könnte noch mein Salär abholen. Was zum Fick ist ein Salär? Oh, von mir nicht. Ich bin aber auch nicht sicher, ob Linnea noch im Haus ist. Ich habe allerdings nicht speziell nachher gesucht. Alles klar, dann werde ich später nochmal nachsehen. Oh ja. Chillig. Tu das, als ich sie zuletzt sah, war sie mit Ko und Saharas am Sprechen. Vielleicht hilft dir das weiter? Ja, das ist schon ein Weilchen her, lieber Hilal. Das ist schon ein Weilchen her. Tja. Mal gucken. Vielleicht kann Dogra Linnea so ein bisschen einreden, so, ey, guck mal, pass ein bisschen auf dich auf, ja? Dogra wird dir wahrscheinlich gleich erzählen von Saya, als sie auch irgendwie sowas gesagt hat. Ja, ist ja nebensächlich, hätte dort sterben sollen, alle anderen Tage so ein Geschenk, so. Ist ja egal, was passiert, so, gefühlt. Und er hat die Kleine ziemlich zu Sau gemacht. Wenn Linnea jetzt also auch anfängt, ja, mein Leben, ja, was dann passiert, ist ja nebensächlich, ne, ob da der Stadt geht's gut, ist natürlich sehr ehrenwert, aber... Ja, wenn die kaputt geht, ist auch scheiße, ne? Sagte. Ich habe nicht vor, mich mutwillig zugrunde zu richten. Ja, das wollen wir hören. Damit wäre wohl niemandem der Stadt geholfen. Je mehr Kraft ich jetzt in das Bürgerturm, seine Rechte und die Stärken des Stadtwalls investiere, desto weniger werde ich in Zukunft gebraucht. Zumindest ist meine Hoffnung. Und meine Kalkül. Okay. Lässt Dogra sich anmerken, dass er nicht weiß, was fucking Kalkül ist? Oh, ich bin so dumm, ey. Puh. Wurf 2. Mir lässt sich nichts bei diesen Worten anmerken. Und antwortet gelassen. Sehr gut. Nee, freut mich zu hören. Und gut, ist so ziemlich alles Notwendige, wenn ihr ruhen möchtet, werde ich euch nicht weiter aufhalten. Halten, Frau Linnea. Danke, dass ihr mit mir gesprochen habt. Jawohl, vielleicht sagt sie, oh nee, ist okay. Die ist ziemlich alles notwendiger. Hier rum will ich euch weiter aufhalten. Ihr kennt mich. Natürlich habe ich noch Fragen, die Nacht über berücken können. Aber
Ihr seid sicher. Nee, aber... Möchte ich euch auch nicht nerven. Ja, ich glaube, das ist okay. Oh, das ist ziemlich alles Notwendige. Wenn ihr ruhen möchtet, werde ich nicht lange aufhalten. Frau Linnea, ihr kennt mich natürlich, habe ich noch Fragen, die Nacht überbrücken könnten. Aber so lange möchte ich euch nicht, möchte ich euch auch nicht nerven. Mir hilft ein Mundwinkel. Immer korrekt mit Linnea zu sprechen. Ganz ehrlich, Leute, ne? Ich könnte jetzt 30 Fragen aus dem Stegreif ballern, direkt alle bam, 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 voll auf den Sack gehen. Und das würde dann safe bis zum nächsten Morgen im EP dauern. Wir wollen, wie gesagt, wollen die auch nicht abfangen. Ist schon korrekt, dass sie sich Zeit genommen habt. Oh, Entschuldigung. Das war wohl mein Handy. Ich leg's mal zur Seite. Der coolste Charakter auf CK. Nope. Der Platz ist für Linnea reserviert. Ich bin so ein Schleimer. Aber es stimmt halt so. Ohne Scheiß, MP mit Linnea ist immer die beste Zeit, Alter. Macht immer richtig heftig Bock. Ich schnapp mir beide. Das stimmt halt sogar. Oh Gott. Uff. Hast du schon eine Seifenherstellung versucht? Ja, hab ich. Allerdings habe ich leider noch nichts verkauft. Das kommt. Jetzt, wo ich zum oberen Viertel kann, ist es wesentlich leichter auf die richtige Kundschaft zu treffen. Was denn? Was denn auch fragt, Alter? Das antworte ich einfach nicht. Was denn, Alter? Ist doch Pokémon, oder? Lass doch einfach mal alle gönnen, Alter. Let's go. Gobo-Party! Schon wieder? Vor kurzem wurde die Stadt noch überfallen von fucking Goblins. Schon wieder? Oh ne, er muss sogar wieder Wahrheit oder Pflicht mit den Dödeln da spielen. Scheiße. Lass mal hier bleiben. Ey, Linnea, lass doch die Nacht drüber reden, okay? Rines kämpft mit. Ich komme schon, mein Kleiner. Naja, vielleicht. Fucking Goblins, Alter. Scuppa und Sidoro bräuchten vielleicht mal einen Heiltrank. Ich habe nur noch einen, leider. Aber ja, könnte man sich gönnen. Wir können vielleicht den Morgengrauen noch nutzen. Und ich zeige dir den Umgang mit der Sichel. Es sei denn, du bist zu müde dafür. Ich hatte etwas überrascht, weil die ja gesagt hat, die möchte eigentlich ruhen. Können die näher? Oh, nein.
Sehr gerne. Mir hebt sich dann langsam aus dem Sessel. Ja, korrekt, Leute, lernen wir noch ein bisschen was. Aber, ich habe keine Sicherheit. Du krass, aber das schlechteste Learning der Welt, Alter. Ich habe den Scheiß aber gar nicht. Scheiße. Ja, korrekt, wir werden ein paar Pflanzen sammeln können. Macht uns das auf jeden Fall einige Türen auf. Allein schon, wir können alle Pflanzen, die wir haben, an die Nerven kaufen. Das ist immer super. Und ja, das passt dann auch ganz gut. Ja, toll, wow. Ich halt einfach mein Maul, ey. Wahrscheinlich lernen wir aber nur Heilkräuter oder sowas zu ernten. Das ist kein Problem. Zieh dich um und dann machen wir einen Spaziergang bei Sonnenaufgang. Sarkastisch. Sarkastisch. Wie romantisch. Ich nehme wohl lieber... Ah ja, wir müssen uns erstmal aus dem Weg. Mein Schwert mit wegen den Viechern. Mi nimmt sich sein Schwert. Triff mich am Südtor. Sehr wohl. Korrekt, Leute. Boah, bitte fuckt jetzt nicht mit euren Verletzungen ab, ja? Dogra muss lernen jetzt. Ah, wir werden wieder über Verletzte stolpern. Ich sehe das schon kommen. Macht nichts, machen wir. Das gehört dazu. Verdienen wir halt Gold. Oh, fuck, ey. Nee, Spaß. Wir machen das schon. Ja, aber wenn jetzt hier noch Kobos rumhängen, wäre doof, glaube ich. Aber wenn wir hier in der Unterstadt noch kämpfen müssen, ist nicht cool. Aber wir gucken einfach mal. Okay, hier ist alles sauber, gut. Tor ist zu, ist schon mal scheiße. Vielleicht ist das andere offen. Meine Meinung kennst du ja schon. Ach so, meine Meinung kennst du ja schon, Alter. Hier ist auch alles sauber. Keine Gobos, die uns abfacken wollen. Doch auch dieses Tor ist zu. Ja, beschissen. Ja, die Jungs verpissen sich direkt mal. Ist okay. Kommen wir da... Wahrscheinlich wird das andere Tor auch zu sein, aber ich meine, wir ziehen uns mal um. Oh, hallo, Meister Asgard. Hey, alles gut. Ich bin's nur... Mach die Tür zu! Sam macht Dogras Job! Toll! Was denn? Nee, 15. Gut! Dogras will nämlich lernen. Schäme mich nicht so. Goblins sind in der Unterstadt. Wirklich?
Verdammt. Ich muss Frau Linnea warnen. Mich stürmt dann davon. Okay, das ist aber ein Fremder. Hoffentlich hat sie sich nicht schon zum Südtor verpieselt. Ja, wir gucken erstmal. Ich fürchte, wir müssen unsere Pläne verschieben. Die Unterstadt. Goblins greifen die Stadt an. Wir werden sicherlich hier gebraucht. Goblins. Kam schon mal vor. Wo? Angeblich in der Unterstadt. Doch habe ich keine gesehen. Die Tore scheinen aber alle zu sein. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns einmal um. Ich hole nur meine Rüstung aus der Heilerstube. Das darfst du keinem erzählen. Wäre ja ein richtig spannender Part, Alter. Wir stolpern einfach in ein interessantes Ereignis zum anderen. Das ist perfekt. Und genau soll es sein. Und wo ist die Miliz? Keine Ahnung. Oh, sorry. Aber Leute auf der Straße bluten, müssen wir wohl ohne Miliz schauen. Linnea! Da fängt's schon an. Ich hörte was von Goblins? Gundolf, schon richtig krass equipped, Alter. Fucking Goblins. Die Stadt wird von Goblins überrannt. Sie graben sich hier ein. Wir brauchen Heiler am Stadtpakt. Alles klar. Mir würde sofort losrennen. Wo genau sind sie? Ja, die rennen noch. Wir rennen einfach los. Los geht's, Alter. Auf. Jo, Goblins, scheiße. Bruder, ich muss dringend los, Alter. Da ist wohl Ray. Da sind tote fucking Goblins. Oh, ich hätte lieber mein Equip noch geholt aus der Heilerstube, aber keine Zeit. Wir müssen heilen. Mir kommt schnaufend angerannt. Renes Battle direkt schon Dogra. Das ist unter der Tuchrolle hervor. Sidoro. Was ist genau? Ja, nee. Haben wir schon mit der Klinge geschafft? Mir überblickt Rhinus. Und prüft seine Wunden.
wenn man von Dämonen spricht. Truhe 1. Truhe 1. Ach, toll. Truhe 1. Geht doch. Oh, Dogras, Kappa hat wieder was abgekriegt. Wieder? Zackige Schnittwunden an der linken Hüfte. Kannst du ein moderat blutet so. Tut mir leid, Sidoro. Ich muss mich hier auf dich verlassen. Doch verzage nicht. Die Meisterin ist auf dem Weg. Alarm! Der Hudson, man kennt ihn. Sie redet erstmal auf, kein Bock mehr auf die Scheiße. Es gab seufzt, wenn man unversehrt vom Pass zurückkehrt, weil man von dem vertroschenen Goblins hier gestrickt wird. So würde von den Schwerden der Goblins sehr stark gewischt, dadurch, dass er vorher noch von Banditen überfallen worden ist, die Wunde nun sehr weit offen. Und von rumrennen noch weiter, sie blutet sehr stark. Odogra, sie sollten wohl genäht werden. Wird gemacht. Halt Kappas Wunde erstmal zu. Ich kümmere mich erst um Rhenes. Er stirbt. Ich kann gar nicht sehr stark gewischt. Wo genau ist die Wunde, Rhenes? Alter, voll die krassen Sounds, ey. Ist da noch wer? Nee. Ich sterben? Weißt du, wer ich bin? Mi brummt. Klappe halten und... Und Kräfte schon. Ein Auge. Sie drehen es das... Oberteil aus. Zieht Rhenes sagte das Oberteil aus. Und begutachtet die Wunde etwas genauer. Linnea, bleibst du hier? Mega Linnea. Meisterin, kümmert ihr euch bitte um Scupper. Scupper braucht dringend Hilfe. Die Wunde ist sehr tief. Als Info, beim Bluthusten ist meiste tot in Folge, ne? Außer das Blut kommt aus der Mundhöhle. Okay. Mi holt aus seinem Beutel eine Tuchrolle. Ein Bausch Watte und eine Flasche Wundalkohol. Oh, jetzt ist meist ungefähr 18 Mal gestorben. Ihre. Ah, okay. Ja, wegen einer Verletzung, thank you. Ja, macht Sinn. Ergibt Sinn. Aber Doka ist dann auch schon gestorben. Scheiße. Muss Kappas Wunden holen und aus einem Bausch Watte und einer Flasche Wundalkohol. Dann reinigt er. Rhenes Wunder. Wir droppen mal den Wundalkohol, damit das ein bisschen cooler aussieht. Slash Truhe 1. Slash Truhe 1. Bitte, Inos. Muss ich wieder anbinden, Alter. Das wird jetzt etwas brennen. Ein Auge. Halt durch. Skappa hat an der linken Hüfte einen zackigen Riss gewunden. Schreibt der Klinger daraus. Wo noch mal das Blut, sein Gesicht ist wohl aufgehoben, Blutverlust recht weiß. Das brennt doch immer! Was? Klappe. Mir wirft den benutzten Bausch zur Seite und holt. Ein Beutel mit weißem Pulver hervor.
dieses, Wolf, wie gut er die Wunde reinigt? Ach ja, stimmt, könnte ich eigentlich mal machen. Ja, komm, machen wir mal. Richtig scheiße, war klar. Warum würfel ich? Weil ich die Wunde nur schnell und vorsichtig. Sieht übel aus. Er scheint sehr hektisch zu sein. Die Wunde wird zwar desinfiziert, aber durch Lukas grobe Arbeit sollte Rines einiges an Schmerzen fühlen. Versuche ein Lächeln aufzubringen. Fühlt sich auch so an. Die Stimme ist schwach und kraftlos. Erst Blut sah sich auf dem Boden unter Sidoro. Verdammt, Dogra. Hast du noch künstliche Pulver dabei? Habe ich. Mir wirft den benutzten Wattebausch zur Seite. Mal hoch zwei, ob Rines laut schreien muss oder knurrt. Ja, okay. Perfekt. Benutzen Wattebausch vor allem. Wattebausch. Nee, Wollebausch. Wollebausch zur Seite. Natürlich haben wir übrigens keine Musik hier, lol. Und greift sich zu einem Beutel mit weißen Pulver. Er nimmt etwas davon in die Hand und reicht den Beutel an Linea weiter. Wo ist mein Beutel? Da ist mein Beutel. Wie verbannt ist Kappas Wunde? Truhe 1. Nimm den Beutel, danke. Mir streut das Pulver dann auf Rines Wunde. Ey, mal jetzt kein Miesen mit der Verbindung, ja? Bitte krieg dich wieder ein, mein Sohn. Ah, ist nicht gut. Ich guck mal, ob das Kabel mir irgendwie rausgefallen ist oder so. Ja, eigentlich war das okay. Düdüm, nichts ist okay. Rest in Peace. Ja, Moment, ein kurzer Cut, Leute. Vielleicht beenden wir, wisst ihr was? Ich glaube, der Part war recht lang. Wir beenden den hier oder so. Oder ich teile den nochmal auf. Ich guck mal. Bis gleich.